Für mich ist es ein sehr wichtiges Ereignis, hier mit der Ausstellung Medienkunst sammeln in eine weitere Stufe zu gehen, hier wiederum eine bedeutende historische Position und wahrscheinlich ohne vermessen zu sein und ohne andere zu mindern, die bedeutendste historische Position der Steiermark im Rahmen der Medienkunst mit sehr, sehr frühen Werken präsentieren zu können. Diese Werke von Grische waren ihrer Zeit weit voraus, haben damals Perspektiven aufgestoßen, die wir teilweise erst heute in ihrer vollen Dimension verstehen. Und ich denke, das ist auch eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben des Museums, diese Dimensionen sichtbar zu machen. Und wir zeigen damit also auch unser fortwährendes Interesse, unsere Beschäftigung und unser Engagement für Fragen der Medienkunst, unser Bedürfnis, die Dinge nicht nur zu produzieren, was wir ja auch immer wieder tun, sondern auch zu bewahren und zu sammeln. Und hier wird für uns sicher der Werkkomplex Grische in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema sein, für die Kunstgeschichte Dinge aufzuarbeiten, hier den musealen Kontext zu verstärken und stärker sichtbar zu machen. Dieser elektromagnetische Text ist die optische und akustische Vermessung dieses Raumes. Dieser elektromagnetische Text ist die optische und akustische Vermessung dieses Raumes.